Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Die berühmte Messe ist jetzt vorbei in Barcelona und ich habe mir gedacht, dass ich heute mal das Video dem Samsung Galaxy S5 widme und dem Samsung Galaxy S4. Ob sich der Kauf eigentlich lohnt, den Umstieg lohnt zu der neuen Revolution, würden jetzt manche sagen, aber ich bin von dem neuen Handy, von Samsungs neuem Handy ein bisschen enttäuscht. Aber fangen wir einfach an, mal um euch ein paar Daten zu erklären. Das neue Handy von Samsung, dieses Samsung Galaxy S5, besitzt eine sogenannte 16-Megapixel-Kamera. 16 Megapixel. Ihr habt richtig gehört. 16 ganze Megapixel, das ist richtig viel. Keine anderes Smartphone auf dieser Erde hat nämlich mehr Pixel als das S5. Genau. Und dieses S5 hat eigentlich nicht unbedingt mehr zu bieten als das S4. Da hätten wir jetzt zum Beispiel beim S4 hatten wir 12 Megapixel und jetzt haben wir halt beim S5 gut 16 Megapixel. Der Unterschied, den merkt man, denke ich persönlich jetzt nicht, ist für mich auch kein Kaufgrund. Dann kommen wir natürlich zur Grafik. 1920x1080 Pixel Grafikauflösung, das ist sehr gut, das ist sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen, da kann man auf jeden Fall damit was machen, da kann man wirklich mal vor einem Handy sitzen und gucken, ne? Also, da ist wirklich sehr gute Grafik. Ja, 5,1 Zoll ist das Ding groß, 12,95 cm, Super AMOLED besitzt es. Also es ist ein ganz klasse Teil mit einem Herzsensor. Wo kann man gucken? Wo wollen die Penner mich da drin verarschen? Wollen die mich jetzt hier drin allein lassen? Sorry, aber das geht einfach nicht. Das ist assi. Das ist assi. Wie assi muss man denn eigentlich sein? Ach, so funktioniert das. Ja, auf jeden Fall würde ich euch persönlich, wenn ihr ein S4 habt oder ein iPhone 5, würde ich euch den Kauf natürlich nicht empfehlen, weil es sich einfach nicht lohnt. Wann würde sich eigentlich ein Umstieg lohnen? Ja, das würde ich sagen, wenn es mal möglich ist, dass die Handys biegsam werden. Biegsame Handys. Das hört sich zwar an wie bei einem Science-Fiction-Film, biegsame Handys, sowas kann es gar nicht geben. Aber sowas gibt es tatsächlich. Biegsame Handys. Jetzt müssen wir schauen, wo sich diese Teile befinden. Aha, ich wurde gerade geschockt. Dann holen wir uns mal den Bohrer. Biegsame Handys. Das hört sich natürlich alles nicht realistisch an, aber es gibt schon Prototypen von flexiblen Displays. Da läuft wunderbar der Film Ice Age drauf. Das glaubt man nämlich gar nicht. Und wenn sowas mal rauskommt, das wird geil. Das wird geil, Leute. So, jetzt könnt ihr gerne mal schreiben, ob ihr euch das S5 kaufen werdet. Kauft ihr euch dieses neue S5, was ja wirklich nicht unbedingt mehr Sachen zu bieten hat. Ne? Ich würde Samsung auf jeden Fall raten, beim Samsung Galaxy S6 eine Art, ja, einfach vielleicht eine Art Beamer einzubauen. Ein Beamer, wo man vielleicht sozusagen sein Home-Kino zu Hause hat. Ne? Hört sich unrealistisch an, oder so der Art, aber das wird auf jeden Fall kommen. Was ich mir wünschen werde, sind auch 3D-Displays, dass man dreidimensional auf den Handy sehen kann, weil das wäre cool. Ne? Man macht das Samsung Galaxy S6 an, und man sieht dann mit deinen Augen ein 3D-Bild vor sich. Oder Hologramme. Das ist auch was Interessantes. Aber das braucht alles seine Zeit. Das wird alles kommen. Wir werden noch wirkliche Wunder erleben in der Technologie. Da können wir auf jeden Fall auf was gespannt sein. Aber, naja, die Zeit wird es richten. Also Leute, ich sage es auf jeden Fall. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Hab leider nicht so viel Geld, muss halt die altmodische Variante nehmen, das Messer. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast und hau auf jeden Fall rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.